Hallo, ich bin heute wieder unterwegs, ja, nach dem Ramadan-Fest, der vor ein paar Tagen, also das war fast eine Woche. Und jetzt nach dem Ramadan habe ich jetzt die ersten Gäste, die kommen aus Singapur und die fliegen mit Scoot, ja. Ich muss informieren, dass der Flug mit dem Scoot, ja, schon wieder aktiviert worden. Von Singapur aus hierher nach Lombok, ja. Also damals flog Silk Air, ja, nach Lombok. Jetzt anstatt Silk Air, dann fliegt man ja mit dem Scoot herüber. Wie man weiß, ja, dass der Scoot einfach so ein billiger Flug, ja. Dass der Flug auch schon von Berlin aus nach Singapur fliegt, ja. Ohne Essen, ja. Ohne Gepäck und so weiter. Das heißt, man muss immer extra fürs Gepäck oder fürs Essen bezahlen. Ja? Das kann man ja vorher auch schon bestellen oder vorbestellen. Ja? Jetzt habe ich dann die ersten Gäste nach dem Ramadan und ich freue mich natürlich, ja, auch darauf, Deutsch wieder zu reden. Ja, natürlich. Also jede Zeit ist ja mir so ein Vorteil. Ja. Mein Deutsch wieder zu verbessern, also immer zu verbessern oder weiter zu beherrschen. Ja? Also natürlich, ich freue mich immer, neue Gäste zu empfangen hier auf Lombok. Ja? Es ist ein schönes Wetter zur Zeit. Ja? Ich zeige Ihnen jetzt die Straße. Ja? So sieht die Straße aus hier auf Lombok. Ja? Sehr gut, ja, es ist schon sehr gut ausgebaut, ja, und man kann praktisch auch schon mit allen Verkehrsmitteln hier bei uns fahren, Roller sowieso, dass es überhaupt keinen Verkehr gibt, ja, also wenig Verkehr, also im Vergleich jetzt mit Bali zum Beispiel, es ist sehr schön, ja, bei uns hier, sehr ruhig hier, man kann viel unternehmen bei uns hier. Straßen sind leer, also ich meine, Verkehr ist weniger, also viel weniger. Da sind ja nur ein paar Roller hier dabei, ja. Und natürlich kann man auch schon sehr gut einplanen, hier nach Lombok zu kommen. Und bin ich ja natürlich immer bereit, ja, Sie hier zu empfangen, natürlich, um Ihnen die schönen, wunderschönen, interessanten Sehenswürdigkeiten hier zu zeigen, ja. Lombok ist einfach so entwickelt wie das Programm von der Regierung. Also Regierung erstellt oder macht eben irgendwie so neue Ziele, die sogenannten Neu Bali. Also auf Englisch heißt es dann New Bali. Ja? Also Lombok ist sehr intensiv dafür. Also bereit, ja? Also sich dann weiter zu entwickeln für die nächste Destination oder nächste Ziele, Touristenziele hier in Südostasien, die auch schon sehr bekannt ist zurzeit in Europa als einer der bekannten Touristenziele bei uns hier. Also hier kommen auch schon viele Deutschen zu uns hier und ich betreue die Deutschen seit vielen Jahren jetzt. Ich habe hier 1991 angefangen, Reiseleiter zu werden, ja. Und seitdem dann betreue ich immer deutsche Gäste und ich freue mich immer auf neue Gäste. Also zum nächsten Mal natürlich, werde ich Sie dann hier empfangen bei uns auf Lombok und ich freue mich natürlich, ja, dass ich dann Sie betreuen darf. Ja. Lombok ist noch sehr ursprünglich oder sagt man auch schon, ist ja noch viel ursprünglicher als Bali. Also man sagt immer, Lombok ist ungefähr 40 Jahre. Also ist ja vor Bali, ist ja wie Bali vor 40 Jahren, 45 Jahren ungefähr. So sagt man immer. Dann ist ja schon wahr, ja. Also ich meine, ich lebte auf Bali auch schon viele Jahre und kann auch es vergleichen. Als ich zum ersten Mal da auf Bali dann angekommen war, habe ich gesehen, war auch schon weniger Verkehr. Aber natürlich ist auch noch wieder immer wunderschön, Bali zu besuchen, ja. Die Tradition ist ja noch da, kann man ja immer noch sehen. Ja. Bei uns aber von der Infrastrukturen her, also ich meine von Verkehr her jetzt, ja, das ist ja sehr schön, ja, also sehr angenehm, hier Roller zu fahren, Auto zu fahren,
nicht so viele Controller. Das passiert ab und zu mal, dass irgendwie mal man angehalten wird, ja, von der Polizei, ja, um zu kontrollieren, ob man die Regel eingehalten hat, ja, mit Schutzhelmen, Führerschein, ja, also als Ausländer oder als Tourist natürlich braucht man so internationale Führerscheine dafür, ja. Also achten Sie bitte drauf, ja, dass Sie dann alles haben, Schutzhelme, Führerscheine und Papiere von dem Auto oder von dem Roller, ja, also müssen Sie dann auch schon versichern, dass Sie dann die Papiere immer dabei haben, also wenn Sie dann so einen Roller mieten, fragen Sie eben danach, dass Sie dann auch die komplette Papiere dabei haben müssen, sonst dann wird es vielleicht so ein Problem, wenn Sie dann irgendwie mal von der Polizei angehalten werden, ja, dann mitten der Fahrt wäre natürlich schlecht, ja, dass Sie dann vielleicht auch schon zu viel Zeit dafür verlieren mit der Diskussion und so weiter, ja. Also, Entschuldigung. Also, wir sehen uns auf Lombok, ja. Dann bis bald. Dankeschön. Ja, nach dem circa 30, also sage ich mal so fast eine Stunde Fahrzeit von mir zu Hause, kommen wir langsam hier in einem Ort, das ist ja nicht mehr weit weg vom Flughafen. Also ich bin, wie gesagt, gerade auf dem Weg zum Flughafen, um die neue Geste abzuholen. Ja. Und ja, bald komme ich dann am Flughafen an. Aber es dauert noch vielleicht 15 Minuten oder 20 Minuten. Ja. Dann ja, schauen wir mal. Ja. Also die Straße ist ja immer noch leer. Ja. Ja, man sieht gerade auch schon ein Flugzeug oben in der Luft, ja, aber ich glaube, in der Kamera sieht man das nicht, ja. Flugzeug, ja, ini adalah jalan utama yang membelah kawasan Lombok Tengah, ya, dari jalan utama menuju ke daerah Kute, ya, yaitu daerah Batu Nyale, ya. Jalannya sudah sangat bagus, ya, sangat nyaman dilalui oleh banyak kendaraan seperti sepeda motor misalnya, ya, bisa selalu dilewati di sini. Mudah-mudahan video ini bisa menambah referensi wawasan, ya, mengenai Pulau Lombok, ya. Also ich muss manchmal auch schon auf Indonesisch reden, ja, dass die Information auch schon Einheimischen auch schon das mitbekommen, ja. Ja, also zwischendurch mal Indonesisch und Deutsch, ja, ja, das ist der Absatz. Kita ganti-ganti lah bahasa karena video ini banyak ditonton oleh orang-orang Jerman, ya, yang kebetulan ingin berwisata ke Pulau Lombok, ya. Cuacanya lagi sangat bagus, ya. Ist gerade so ein schönes Wetter bei uns, ya. Es ist schon Anfang der Trockenzeit, würde ich sagen, ya.
kurz kommen wir dann in die Schnellstraße rein. Ja? Ja, das ist ja hier oben, sieht man auch schon die Brücke. Also ist eine Art von Überführung, sage ich mal. Dann wir kommen jetzt gleich in die Hauptstraße hier rechts rein. Ja? Wir sehen auch gerade Einheimischen auf dem Roller da. Machen vielleicht so irgendwie so eine Spazierfahrt mit der Familie. Und ja, das ist jetzt ja die Hauptstraße. Ja? Das ist ganz neu. Ja? Man sieht da hinten auch schon ein Flugzeug, ja? Der gerade abfliegt. Ja? Und es ist ganz neu, die Straße, die dann Flughafen und den Ort Kuta verbindet. Ja? Also die sogenannte Mandalika-Ort. Ja? Mandalika ist einfach Name des Menschen aus Fabeln, ja? Aus einer Geschichte. Ja? Vielleicht von der Einheimischen erstellten Geschichte damals, ja, die dann halt diese Ereignisse bezeichnen will. Ja? Besonders die Einheimischen zu bestimmter Zeit fangen irgendwie mal Würmer im Meer zu Regenzeit. Ja? Das wäre die Verkörperung des Mädchen Mandalika, nachdem das dann ins Meer gesprungen ist. Ja? Weil sie sich dann selbst geopfert wollten, selbst opfern wollen. Ja? Selbst Orphan wollte, ich sage immer, so ein bisschen grammatikalische Verbesserung da. Also das heißt, die Geschichte erzählt ja, dass das Mädchen irgendwie mal die Tochter von einem bekannten König, ja, das sehr schön war und viele Jungen, ja, viele Jungen aus den anderen Königreichen verliebten sich dann in das Mädchen, der Mandalika. Ja. Aber da die Jungen, die Männer irgendwie mal auch schon so schön war, hübsch, ja, und die wohl, oder waren alle sehr schön, ja, und die Mandalika konnte überhaupt nicht entscheiden, welchen Mann die dann aussuchen sollte. Ja. War ihr auch schon ein bisschen kompliziert, ja, zu entscheiden, ja. Deswegen, statt einen großen, heftigen Kampf zu haben, nach dem Heirat, vielleicht ärgern sie sich die anderen, wenn sie dann nicht ausgewählt worden von ihr, dann hat sie entschieden, sich selbst zu opfern, ja. Sie ist ja dann ins Meer gesprungen und verwandelt sich dann sofort in Würmer. Ja? Und da hat sie dann den Einheimischen, also den Volkern gesagt, hier zu Vollmond, zu Regenzeit, einmal im Jahr, würde sie dann sich dann zeigen, ja, in Form von anderen Kreaturen oder von anderen Lebewesen, ja, wie zum Beispiel Würmer. Dann gibt es auch diese Zeremonie, irgendwie einmal im Jahr zu Regenzeit, ja. Das ist ja normalerweise im März, Februar und so weiter, ne? Das ist die Hauptregenzeit da, dass die Leute halt um 5 Uhr die Würmer fangen können, ja, sehr früh morgens, ja, vor dem Sonnenaufgang. Dann essen die dann die Würmer, die Einheimischen, ja. So ist es halt dann in der Geschichte. Dann ist ja auch schon sehr bekannt geworden. Entschuldigung, was wird der Name des Ortes dort? Wir kommen gleich am Flughafen. Das ist ja, wie gesagt, die neue Straße, die dann Flughafen und Rennstrecke von MotoGP dann verbindet. Ja? Dann ist es auch schon schneller. Von hier, also vom Flughafen zu der Rennstrecke da oder nach Kuta hin, ja, also das braucht man mindestens 15 oder 20 Minuten, ja,
vom Flughafen nach Kuta. Ja. Es ist ja Kreisverkehr jetzt ja, am Flughafen. Ja. Wir kommen gleich dann dort an. Ja. Da sieht man auch schon einige Transparente da jetzt kurz vor dem Wahlkampf ja, für die Wahl 2024. Ja. Das ist der Eingang vom Flughafen. Wir kommen jetzt in den Flughafen hier rein. Da steht drauf: Welcome to Lombok Airport. Herzlich willkommen auf, am Flughafen des, der Insel Lombok. Ja. Wir holen unser Ticket. Ja. Ja, das ist der Flughafen jetzt, der Lombok International Airport, ja. Das ist der Parkplatz, ja. Da sind schon viele Autos da. Es ist schon schattig, ja, also viele Schatten, viele Bäume, grün, ja. Es ist wunderschön, ja. Hier lang, lieber hier lang. Ich stelle mein Auto hier am Parkplatz hin. Warten wir, oder ich warte noch ein paar Stunden, vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden. Ja. Muss noch gucken. Ja. Ich stelle irgendwo mein Auto hier da. VIP.
Okay, wir sind schon hier da. Sudah sampai di airport. Kita masih nunggu tamu kira-kira 45 menit lagi. Tamu akan sampai di sini. Kita masih sambil menunggu dua orang.